Hallo, richtig schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute unser zweites Thema und zwar geht es über Konflikte und Aggressionen. Das hat sich ein Jugendlicher gewünscht und heute wollen wir uns einfach ein bisschen mit diesem Thema beschäftigen. Richtig schön, dass du dabei bist und zuhörst. Wir freuen uns auf die Zeit mit dir. Ich bin übrigens die Deborah und ich bin im Jugendtreff in Odenheim und in der Leitung habe ich noch die Julia, die sagt selbst kurz was zu sich. Genau, hallo, ich bin Julia und ich bin für den Jugendtreff in Östringen zuständig, genau. Und heute bin ich diejenige, die mal interviewt wird. Richtig cool. Dann komme ich auch direkt zu der ersten Frage und ich wollte dich fragen, was ist ein Konflikt? Genau, also erstmal muss geklärt sein, dass Konflikte wirklich normal sind. Und solange es Menschen gibt, wird es auch Probleme und Konflikte geben. Also ein Konflikt ist was ganz Natürliches und auch unvermeidbar. Also Meinungsverschiedenheiten und ein Meinungsaustausch sind ganz wichtig für eine Kommunikation und auch für die persönliche Entwicklung und auch für das Lernen. Und die Herausforderung liegt einfach, immer eine erfolgreiche Lösung zu finden. Man kann sagen, ein wesentliches Merkmal ist, dass Ziele oder Wertvorstellungen von Personen oder mehreren Gruppen nicht vereinbar sind oder gegensätzlich erscheinen. Also es reicht tatsächlich schon aus, dass man sich in entgegengesetzten Richtungen bewegt, man aber voneinander abhängig ist. Also man kann nicht losgelöst voneinander handeln. Kann dann aber auch zum Konflikt kommen, wenn es um Gerangel um Macht geht oder um Ansehen. Zum Beispiel, wer ist der beliebteste in der Klasse oder in der Gruppe? Man kann das sozusagen zusammenfassen. Ein Konflikt ist eine Auseinandersetzung zwischen Menschen, deren Interessen, Meinungen und Auffassungen auseinandergehen und die dann im Konflikt wieder zusammenstoßen. Und was auch wichtig ist, dass Konflikte immer mit Emotionen verbunden sind. Also das kann man so kurz zusammenfassen. Genau. Okay, super, danke dir. Wir wollen uns ja auch ein bisschen damit beschäftigen, was mit Aggression ist. Und ja, es gibt einfach Aggressionen, die in einem hochkommen können. Was kann denn bei einem zu aggressiven Verhalten, was kann das anrichten? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen was zu sagen. Vielleicht sagen manche, ja, ist doch nicht schlimm, wenn ich mal aggressiv bin, aber ja, vielleicht kannst du was dazu sagen. Genau, also ein aggressives Verhalten finde ich persönlich nicht gut. Erstens ist es so, dass man sich selbst verletzt. Also wenn man ja ganz auf was einschlägt, man riskiert es, dass man sich an der Hand verletzt, ja, oder generell sich irgendwie in irgendeiner Form verletzt. Oder auch eben andere Personen oder auch Gegenstände. Und es kann dann auch dazu führen, dass andere Personen vor einem Angst haben und im schlimmsten Fall auch nicht mehr mit einem befreundet sein wollen. Man eckt sozusagen viel an. Und ja, man kann dadurch sogar auch zum Außenseiter werden. Genau, also man sollte lernen, seine Aggressionen im Griff zu haben. Ich meine, ich kenne es auch jetzt aus meiner Praxis sozusagen, dass viele meinen, oh, ich muss vor allem sehr aggressiv rüberkommen oder auch ich sage, ja, ich schlage den und den und es kommt gar nicht immer so gut an. Also ich merke es im Jugendtreff, dass eher diese Personen, die meinen, groß auf dem dicken Macker zu machen sozusagen, eher von den anderen belächelt werden und die so gar nichts mehr mit dem zu tun haben wollen. Also deswegen sollte man wirklich gucken, dass man lernt, mit seinen Aggressionen umgeht und das dann eher positiv nutzt. Okay, wenn du jetzt sagst, okay, man kann damit lernen, umzugehen, vielleicht kennt ihr das selber auch. Manchmal ist es einfach so, dass jemand aggressiv wird oder man selber aggressiv wird. Vielleicht kannst du uns ein paar Tipps geben. Wie kann ich denn ja damit umgehen? Wie kann ich lernen, irgendwie das gut zu meistern? Und was kann ich machen, wenn ich wirklich aggressiv werde? Ja,
Also da muss ich auch wieder dazu sagen, Aggressionen zu haben ist auch normal. Also wir sind Menschen und wir haben alle Emotionen und das macht uns auch so besonders, auch gegenüber Tieren. Und das ist einfach ein Teil jedes menschlichen Lebens. Wichtig ist nur, dass wir mit den Aggressionen, wie gesagt, richtig umgehen und sie auch bewusst abbauen, damit sie einfach keinen Schaden in Beziehungen oder bei Sachen anrichten. Also man sollte nie jemanden verletzen oder jemanden Angst einjagen. Ein bisschen vielleicht zum Hintergrund. Verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel der Charakter eines Menschen, unser soziales Umfeld, also das heißt unsere Familie, Freunde, aber auch unsere Erziehung, die prägen uns und zeigen, wie wir mit Ärger oder Wut umgehen. Also wie wir das gelernt haben. Und das sollte man auf jeden Fall im Hintergrund haben. So haben wir es gelernt und das hat uns geprägt, warum wir jetzt so damit umgehen. Was so der erste Punkt ist, was ich mitgeben kann, dass man Wut auf keinen Fall unterdrücken sollte. Man sollte schon der Wut auf den Grund gehen und sich fragen, wieso bin ich jetzt so wütend? Was hat das jetzt ausgelöst? Also erstmal die eigene Wut spüren, annehmen und angemessen nach außen kommunizieren. Also sich konkret fragen, woher kommen diese Aggressionen? Meistens zwei auslösende Faktoren, zum einen Frustration und Stress. Und wenn man jetzt auch ganz häufig und sehr schnell aggressiv wird, dann sollte man sich auch fragen, stehe ich ständig unter Stress? Machen mich irgendwie meine Freunde unglücklich? Oder ist es was, was auch in der Vergangenheit vorgefallen ist? Es kann aber auch was ganz Banales sein, zum Beispiel in der Pubertät, damit zusammenhängen. Die Hormone verändern sich. Man kann aber auch krank sein, zum Beispiel Depressionen haben oder ADHS. Oder sich auch zu fragen, was bereitet mir Stress? Schaue ich vielleicht zu viel Fernsehen? Spiele ich zu viel Computerspiele? Werde ich dadurch vielleicht aggressiv und gereizt? Wenn man das herausfinden will, können zum einen auch Therapeuten, ein Arzt oder auch die Schulsozialarbeiter oder auch Psychologen helfen. Genau, der nächste Punkt wäre dann, Wut und Aggression abzubauen. Also ganz toll ist es, wenn man das einfach mal laut rausschreit, den ganzen Frust und die ganze Wut oder richtig brüllt. Dafür sollte man am besten in den Wald gehen oder an einen Platz, wo man wirklich laut sein darf. Nicht, dass da jemand sich wundert, wer schreit da so laut. Ja, durch so einen kräftigen Ausstoß der Emotionen bekommt man so einen richtig entlastenden Effekt. Und das wirkt so, sich wie eine Reinigung auf die Seele aus und die aufgestauten Aggressionen kommen dann heraus. Man kann auch, wenn man das jetzt nicht so machen möchte, laute Musik aufdrehen und ganz laut mitschreien oder mitsingen. Es ist auch nicht schlimm, wenn man dabei weint. Einfach mal den Gefühlen freien Lauf lassen. Genau, das wäre so mein erster Tipp. Der nächste Tipp wäre Sport treiben. Am besten ja sich eine anstrengende Sportart aussuchen und der nachgehen, die euch herausfordert. Dadurch lösen sich einfach seelische Spannungen und Verkrampfungen und durch die Anstrengung werden auch wieder Glückshormone freigesetzt. Und diese werden durch die negativen Emotionen sogar neutralisiert und sogar ins Positive umgekehrt. Also wenn man regelmäßig Sport treibt, baut der Körper Adrenalin ab. Und man beugt sogar Krankheiten vor. Also ich finde zum Beispiel, eine tolle Sportart ist Boxen. Deswegen haben wir uns auch wirklich einen Boxsack im Jugendtreff angeschafft, der auch wirklich genutzt wird und der auch selbst gewünscht wurde. Und man kann zum Beispiel durch harmlose Schläge aufgestaute Aggressionen abbauen. Und wenn man jetzt auch mal keinen Boxsack hat, dann kann man auch ein Kissen nehmen. Also und da harmlos reinboxen. Man kann aber auch Radfahren, laufen oder tanzen. Also das ist auch möglich.
Dann wäre noch ein Tipp, wenn man jetzt, wenn die Wut ganz akut ist, erstmal den Raum zu verlassen und sich zurückzuziehen. Zum Beispiel, man geht in sein Zimmer und versucht erstmal runterzukommen. Das kann man auch durch bestimmte Atemübungen machen. Da kann man das nachgoogeln oder einfach tief ein- und ausatmen. Genau, es kann auch manchmal wirklich der Fall sein, dass man eine längere Zeit braucht, bis man sich wieder beruhigt hat. Genau. Ja, ein Tipp ist dann auch, Konflikte nicht offen austragen. Also manche Menschen fühlen sich irgendwie ungerecht behandelt und denken über vieles schlecht und negativ. Das heißt, sie haben auch ganz viele negative Erfahrungen mit Menschen gemacht. Und diese Menschen ziehen sich dann zurück, handeln, unterlassen oder blockieren sogar Prozesse. Also man tut dann meistens so, als wäre alles in Ordnung und kommuniziert nicht offen. Und irgendwann fallen dann doch immer wieder spitze Bemerkungen und man merkt einfach, okay, da brodelt irgendwas. Da brodelt im Inneren sozusagen. Also man sollte echt lernen, offen zu benennen, was einen bewegt. Wenn man den Konflikt vermeidet, dann hat man eher den Eindruck, als sei weder die Beziehung noch die Sache, um die es eigentlich geht, dem anderen so von Bedeutung. Und man sollte auch nicht immer nur nachgeben und sich anpassen. Also man sollte wirklich lernen, so seine Meinung angemessen zu sagen. Genau. Ja, ein nächster Tipp wäre auch, versuchen rational zu denken. Also versuchen, die Emotionen auszuschalten. Wenn man sehr wütend ist, dann ist so eine objektive Sichtweise der Dinge manchmal nicht mehr möglich. Also das Gefühl von Hass ist natürlich ganz schlecht. Hass und Rachegefühle, die können so weit gehen, dass man sogar sich selbst am Körper verletzt oder sogar den Tod in Kauf nimmt. Deswegen sollte man erstmal immer versuchen, runterzukommen. Genau. Und was einfach auch noch ganz wichtig ist, das nennt sich Empathiefähigkeit. Also man sollte sich versuchen, in die Rolle des anderen, mit dem man Streit hat, hineinzuversetzen. Also wie könnte der sich gerade fühlen? Was könnte ich machen, dass sich dieser besser fühlt? Und was auch wichtig ist, kein Ersatzziel sich suchen. Also manchmal hat man ja Wut auf einen Lehrer oder auf einen Politiker, also auf Personen, die nicht unmittelbar angreifbar sind. Man sollte sich dann auch keine schwächeren Menschen suchen und angreifen oder Dinge, zum Beispiel Autos oder Gegenstände in Parks kaputt machen. Genau. Und dazu gehört natürlich auch, dass man nicht andere mobbt oder Intrigen einfädelt. Genau, und man sollte auch nicht die Wut oder die negativen Emotionen gegen sich selbst richten, also zum Beispiel, dass man sich ritzt. Und zu guter Letzt, um mit Aggressionen gut umzugehen, braucht es halt Übung. Also man kann das sozusagen als Übungsprogramm sich vorstellen und Rückschläge sind da auch ganz normal, aber man sollte einfach die Motivation nicht verlieren und dranbleiben, genau, und das einfach wie eine Übung sehen. Das waren jetzt einige Tipps sozusagen in kurzer Form versucht zusammenzufassen. Ja, danke für die Tipps und ich kann euch voll mitgeben, wenn ihr mal merkt, okay, es kommen irgendwie Aggressionen hoch, dann probiert doch mal was aus. Überlegt euch doch vielleicht, welchen Punkt möchte ich jetzt von dem, was Julia gesagt hat, wirklich mal ausprobieren, umsetzen und mal anfangen. Und ich glaube, wenn man sich so ein bewusstes Ziel einfach setzt, das kann total helfen, das wirklich im Alltag zu trainieren. Also danke für deine Tipps. Dann hätte ich noch eine Frage, ob du sagst, Aggressionen oder Konflikte, dass die, also kannst du sagen, die sind für etwas gut? Beziehungsweise, warum haben wir die Emotionen dann überhaupt? Du hast da vorhin schon mal so kurz was zu erwähnt. Vielleicht willst du noch mal was zu sagen. Ja, also so komisch, wie das klingt, Aggression kann auch gut sein. Also man spricht dann von konstruktiver Aggression. Das heißt, man packt das Leben aktiv an, man will sich aber auch weiterentwickeln, ich will meine Ziele erreichen. Man merkt, oder verändert sich etwas oder es sollte sich dringend was verändern. Also wir brauchen ganz viel Kreativität zu neuen Ideen und auch Lösungen für Konflikte.
Und das Gute daran ist, dass ein Konflikt einfach auch eine Chance zur Veränderung ist. Also wo vorher Streit und Uneinigkeit herrschte, können jetzt Kompromisse gefunden werden und ein sogar gemeinsamer Weg, ja, gefunden werden. Also wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt unsere Lösung und das verbessert dann auch die Kommunikation. Was auch noch optimal ist oder halt positiv ist für einen Konflikt, dass wir auch den Mut haben müssen, Menschen konstruktiv zu kritisieren oder auch Situationen kritisch zu hinterfragen oder uns auch auf neue Situationen einlassen. Genau, also entscheidend ist einfach, dass wir keinen Menschen Schaden zufügen und man braucht auch ein gesundes Maß an konstruktiver Aggression. Also es kommt im Leben, wie so oft, alles auf das Maß an. Und durch auch Konflikte, finde ich, oder auch mit Aggressionen, man lernt sich selbst besser kennen. Also was hat es jetzt ausgelöst, was ich ja vorhin schon gesagt hatte. Man hat dann ein besseres Bewusstsein über die eigene Person. Genau, also wie tick ich denn überhaupt? Also das kann man eigentlich so positiv rausziehen. Okay. Vielleicht hast du noch einen Tipp für uns, wenn man jetzt doch einen Konflikt mit jemandem hat, das passiert ja leider manchmal, wie sollte man den im besten Fall lösen? Kannst du uns da was zu sagen? Ja, das ist natürlich immer der Idealfall. Also damit ein Konflikt überhaupt gelöst werden kann, muss man ihn erstmal bearbeiten. Das heißt, die beiden Parteien müssen sich erstmal bewusst sein, dass es sich um Konflikt überhaupt handelt. Also wenn eine Person ihn als gar keinen Konflikt ansieht, ihn ignoriert oder sogar leugnet, dann wird es viel schwieriger sein, den zu lösen. Also wichtig ist erstmal, dass beide an einer Lösung arbeiten wollen müssen. Und da ist einfach auch Kommunikation ganz arg wichtig. Meistens entstehen auch Konflikte wegen Missverständnissen oder aufgrund einer schlechten Kommunikation. Wer nicht miteinander spricht, kann ein Missverständnis nie aus der Welt schaffen. Und so brodelt es dann weiter vor sich hin, bis es irgendwann eskaliert sozusagen. Also wichtig wäre, erstmal sein Problem zu formulieren. Und da ist es auch ja schon wichtig, Ich-Aussagen zu formulieren. Also nicht, du hast wieder alles falsch gemacht. Du hast das und das gemacht. Punkt, Punkt, Punkt. Sondern, dass man sagt, okay, ich hätte mir gewünscht, ich bin der Ansicht, dass, also wirklich versuchen, in Ich-Botschaften das Problem ja zu erläutern. Und dann auch das Problem so genau wie möglich zu beschreiben, damit der andere das auch wirklich nachvollziehen kann. Und das ist dann auch sozusagen die Klärung. Was liegt überhaupt vor? Was ist jetzt da das Problem? Und dann auch sich zu fragen, worauf lässt sich der Konflikt zurückführen? Also auch das am besten Fall so mit Fakten und Daten zu hinterlegen. Also dann und dann war das so und so. Genau, vielleicht macht man auch so ein Tagebuch oder notiert sich das, damit man das auch wirklich mal dem anderen vor Augen hält, wann man das so und so war. Ne? Ganz wichtig ist einfach, dass man sich nicht angeht, beleidigt, sondern schon sachbezogen diskutiert. Also man bleibt sachlich, lässt auch den anderen ausreden, wir hören zu und wir finden sogar Gemeinsamkeiten. Also anschreien, sich anbrüllen oder böse Kommentare, die sind dann völlig fehl am Platz. Also ich sage immer, der Ton macht die Musik. Und das ist in diesem Punkt einfach am Anfang sehr wichtig. Ja, dann sollte man sich im nächsten Schritt fragen, welcher Weg führt zu einer Entspannung zwischen den Konfliktparteien. Und gemeinsam auch Ideen entwickeln, also Ideen erfragen, welche Möglichkeiten man sieht, um in Zukunft ähnliche Situationen zu vermeiden.
beziehungsweise besser mit der Situation umzugehen, ja, gemeinsam Sachen entwickeln und dann im nächsten Schritt Kompromiss finden und zusammenarbeiten. Also das heißt, dass nicht nur ich meinen Willen immer durchsetzen muss oder meine Forderungen, sondern dass wir einen gemeinsamen Nenner finden, mit dem beide Menschen leben können und diesen akzeptieren und auch respektieren. Und sich wirklich zu fragen, ja, was wäre eine faire Lösung und welche Lösungsvorschläge wären wirklich machbar? Und im letzten Schritt sollte man dann wirklich eine Vereinbarung treffen, welche Ideen können umgesetzt werden. Und darauf ist es einfach wichtig zu achten, dass auch alle Beteiligten zu der Vereinbarung auch wirklich stehen und die Vereinbarungen dann auch zusammenfassen und sicherstellen, dass die Vereinbarungen wirklich umgesetzt werden. Also da sollte man einfach einen möglichst konkreten Umsetzungsplan gemeinsam erstellen. Und das würde dann im Idealfall, kann man das dann auch immer noch reflektieren, nach einer Zeit, ah ja, wurde das eingehalten oder sind wir wieder irgendwie in unterschiedliche Richtungen gegangen. Genau, das wäre jetzt so der Optimalfall, würde ich sagen. Okay, danke. Ja, selbst da könnt ihr auch wieder Sachen umsetzen, gucken, okay, welchen Punkt möchte ich gerne so in meinen Alltag, in meine Beziehung mit reinnehmen. Und ihr könnt auch voll gerne berichten, hat das was gebracht oder wo habt ihr noch Herausforderungen? Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Kann man vielleicht einen Konflikt auch vermeiden, dass man gar nicht in einen Konflikt reinkommt? Ja, würde ich schon sagen. Also erstmal ist natürlich immer gut, wenn man seinen Mitmenschen mit einer gewissen Freundlichkeit begegnet. Gut finde ich auch Humor. Also nicht alles immer so ernst zu nehmen, den anderen auch anzunehmen, wie er ist und auch die Stärken beim anderen erkennen. Ja, dass man einfach nicht alles so ganz ernst manchmal sieht. Ja, sich auch in den anderen hineinversetzen. Vielleicht nehme ich das Ganze jetzt mal nicht so ernst. Vielleicht hatte der auch wirklich einen schlechten Tag oder hat eine schlechte Note bekommen oder hat eben Stress mit den Eltern. Ja, den anderen dann auch mal zu loben und konstruktiv zu kritisieren und da halt auch wieder diese Ich-Botschaften beachten. Ich finde es auch ganz wichtig, immer offen zu kommunizieren. Also wirklich alles offen ansprechen, ohne dabei eben den anderen zu beleidigen. Und das heißt einfach, deine Wünsche und deine Anliegen ja offen zu äußern. Und ganz wichtig ist auch, wenn dich jetzt was ärgert, was 100% wieder vorkommen wird, nicht emotionsgeladen ein Gespräch zu starten. Also wirklich keine verletzenden Aussagen oder Worte, sondern wirklich auch auf die Körpersprache zu achten und eben auf den Tonfall. Was auch wichtig ist, halt fair zu sein, nicht zu schummeln oder die Tatsachen dann verdrehen, nur damit du besser dastehst. Genau, und einfach auch getroffene Entscheidungen begründen, damit der andere sie nachvollziehen kann. Ja, zum Beispiel, man wird beim Spiel nicht eingeladen irgendwie, beim Computerspiel nicht oder irgendwas. Und manchmal sind es auch wirklich nur banale Missverständnisse. Ja, man sollte auch generell schwierige Situationen frühzeitig erkennen. Was ich auch noch gut finde, einfach auch ja, so Klatsch und Tratsch vermeiden. Also nicht über andere Menschen schlecht reden oder hetzen. Immer dran denken, liegt mir was an dem anderen und trägt mein Verhalten positiv zu der Beziehung bei. Und ja, dann war den Punkt, den ich eigentlich auch schon angesprochen habe, war diese Kompromissbereitschaft, dass man vielleicht das dann so vereinbart, okay, an dem einen Tag entscheidet der eine, was wir machen, zum Beispiel da spielen wir Tischkicker und am nächsten Tag spielen wir dann Billard, was ich dann halt entscheide. Also, dass man sich wirklich, ja, Kompromisse, dass man die findet. Wenn der Streit jetzt auch, man merkt, man wird angegriffen, sei es jetzt in der Schule, auf dem Pausenhof von irgendjemandem, dass man den Streit beendet. Also, weil alleine streiten kann man nicht. Also es braucht immer mindestens zwei Personen. Und ja, wenn der eine ganz aggressiv dir gegenüber tritt, ist es vielleicht wirklich mal am besten, den Raum erstmal zu verlassen. Also ich gehe aus dem Klassenzimmer oder mein Geschwisterkind
brüllt mich an, dann verlasse ich erstmal das Zimmer. Ja, Beleidigungen ignorieren, das ist natürlich sehr schwierig, aber man sollte sich wirklich, sag ich, nicht auf das Niveau herabbegeben, sich auch da nicht versuchen, dann zu verteidigen oder zu rechtfertigen, wenn die andere Person einen beleidigt. Also wirklich versuchen, sachlich zu bleiben und vielleicht auch aus bisherigen Konfliktsituationen zu lernen. Ja, was war, hatte ich denn für Streitigkeiten? Was kann ich da mitnehmen? Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch nicht immer Recht haben zu wollen. Genau. Und auch positiv zu denken. Also wirklich zu versuchen zu glauben, dass die Dinge sich positiv entwickeln werden und auch eine positive Einstellung zu bewahren. Also wenn du eine Person aus irgendeinem Grund nicht leiden kannst, kann ja mal wirklich sein, man ist nicht auf einer Wellenlänge und man muss aber miteinander auskommen, dass man dann vielleicht einen Zettel sich nimmt und versucht, positive Dinge bezüglich dieser Person aufzuschreiben. Und dann wirklich die Stärken auch der Person zu erkennen, dass man vielleicht nicht ganz so grundlos wütend oder sauer oder eine Abneigung hat gegen die Person, die eigentlich dazu gar nichts kann. Dann ist noch ein wichtiger Punkt auch zu vergeben. Also wenn dich jetzt eine Person unfair behandelt hat, trotzdem zu vergeben, unabhängig davon, ob sich jetzt die Person bei dir entschuldigt hat oder nicht. Das hat einfach das Ziel, dass du keine Bitterkeit und keinen Groll in dir hast, sondern einfach einen inneren Frieden. Weil kein Mensch ist perfekt und es wird 100% immer wieder Menschen geben, die dich verletzen werden. Und der letzte Punkt, den ich so mitgeben kann, ist einfach sich selbst auch zu lieben und sich selbst zu kennen. Also auch mit seinen Stärken und Schwächen. Und dann kann man auch schon mehr auf sich und auch auf die anderen einfach achten. Genau, das waren jetzt so meine Tipps, die ich hatte. Dankeschön. Und es ist bestimmt das eine oder andere dabei, wo du sagst, ja, das kann ich mitnehmen für meinen Alltag. Vielleicht willst du dir sogar aufschreiben und einfach sagen, okay, das probiere ich jetzt mal aus, den Tipp setze ich um. Und wenn du willst, kannst du total gerne uns auch berichten. Und auch wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema oder was ergänzen wollt oder was erzählen wollt, meldet euch super gern bei uns beiden. Könnt ihr über Instagram, über Facebook, über E-Mail, ja, schreibt uns gerne an. Oder auch wenn ihr noch andere Themenwünsche habt, schreibt uns auch super gerne. Wir freuen uns, von euch zu hören. Schön, dass ihr zugehört habt. Danke dir, Julia, fürs Berichten und Gedanken machen. Ja, gerne. Bin gespannt auf eure Kommentare und eure Ideen. Genau. Ja, dann wünschen wir euch noch einen richtig schönen restlichen Tag und hoffentlich bis bald. Genau. Tschüss. Ciao.